Servus miteinander. Als ich vor über 20 Jahren mit dem Mountainbiken angefangen habe, da gab es meistens so eine Devise, wenn man die Fahrräder transportiert hat, nämlich die komplett zerlegen und in den Kofferraum rein. Gute Träger hat es damals in der Form eigentlich noch gar nicht so gegeben, beziehungsweise die sind damals erst aufgekommen. Zum Glück hat sich das geändert und wir benutzen seit vielen Jahren die Anhängerkupplungsträger und die funktionieren wirklich super. Und Thule hat jetzt ein ganz neues Modell vorgestellt, nämlich den Thule E-Pass. Und wir waren jetzt ganz lange mit dem Thule EasyFold XT unterwegs. Wie sich die beiden vergleichen, möchte ich dir jetzt in dem Video zeigen und wünsche dir schon mal ganz viel Spaß. Was mich jetzt wirklich noch interessieren würde, schreibt es mir gerne mal einen Kommentar, wie transportierst du dein Bike im Auto, auf dem Anhängerkupplungsträger, auf dem Dach drauf. Genau, und wir sind jetzt kurz davor, unseren Bus zu holen. Und das ist so, dass halt manche Modelle oder die meisten Anhängerkupplungsträger eben mit dem Bus nicht kompatibel sind, weil die Heckklappe oder die Flügeltür nicht aufgehen. Ich weiß vom VeloSpace XT, den gibt es, also da kann man beim Modell für drei Bikes den Klappwinkel ändern. Ich glaube von 60 auf 80 Grad oder so. Und dann scheint es wohl mit manchen Heckklappen zu gehen. Also schreib mal gerne einen Kommentar. Hast du einen Bus vielleicht und funktioniert bei dir der Anhängerkupplungsträger auch mit Heckklappe? Den EasyFold XT haben wir schon viele Jahre in Benutzung. Daneben auch noch den VeloSpace XT, also den nicht klappbaren. Und wir nehmen eigentlich zu 95% den EasyFold her, weil er echt deutlich praktischer ist mit diesem Klappsystem, wenn man zum Beispiel auch alleine nur aufsetzen mag. Kommen wir kurz zu den wichtigsten Unterschieden. Beide Modelle sind natürlich klappbar und das funktioniert echt super, egal ob beim EasyFold oder jetzt beim E-Pass. Und es ist so praktisch, wenn du den selbstständig abnehmen möchtest und keine zweite oder Person zur Hand hast, da funktioniert das wirklich super. Der maximale Radstand beim EasyFold beim Bike liegt bei 1300 mm. Also 1,30 Meter und beim E-Pass 1350 mm. Und tatsächlich gibt es bei manchen modernen Mountainbikes, weil die ja immer länger werden, Probleme oder da kann das ein bisschen knapp werden. Da ist der tatsächlich im Vorteil. Kommen wir zu den Reifenbreiten und zu den Durchmessern. Also beide sind für bis 29 Zoll geeignet, bis 3 Zoll standardmäßig. Und dann gibt es noch längere Straps und dann geht es bis 4,7 Zoll bei beiden Modellen. Und wenn du ein Fatbike hast, könnte das eben interessant für dich sein. Beide Träger können Maximalgewicht von 60 Kilo tragen, wobei das schwerste oder die schwersten Bikes jeweils 30 Kilo schwer sein dürfen. Also wenn du jetzt hier zwei E-Bikes mit 30 Kilo jeweils oben hast, dann ist schon Schluss. Kleiner Tipp, die Akkus würde ich immer rausnehmen bei so einer Situation, weil der Hebel echt schon krass ist. Ja. Wenn ich jetzt zwei Akkus rausnehme und im Auto transportiere, könnte ich hinten noch ein weiteres Bike mit ca. 10 Kilo transportieren. Beim EasyFold lassen sich Rahmen, Rohre von 22 bis 80 mm klemmen oder greifen. Und da ist der E-Pass im Vorteil, der geht von 22 bis 90 mm. Und das ist vor allem bei den moderneren Bikes mit dickerem Rahmen von Vorteil. So, und jetzt kommen wir langsam zu den wichtigen Unterschieden. Und zwar zum einen zu den Schienenabständen. Wir haben jetzt hier beim E-Pass jeweils 25 cm Abstand zu den einzelnen Schienen und das ist wirklich wichtig, weil es mit E-Bikes vor allem oft Probleme geben kann, dass die eben sonst zu dicht aneinander stehen. Ja. Auch die Pedale ragen halt seitlich oft blöd raus und da sind 1-2 cm oft wirklich entscheidend. Der EasyFold, der hat eben von der ersten auf zur zweiten Schiene 22 cm und von der zweiten und zur dritten Schiene 19 cm und da haben wir bei manchen Konstellationen wirklich schon öfter mal Probleme gehabt vom Abstand. Also wenn du breite Bikes hast, wenn du E-Bikes hast und so weiter, dann spricht es eher für ein E-Pass und für die Standard-Bikes und so weiter klappt das aber mit dem EasyFold auch super. Was aber jetzt echt ein Killer-Feature vom E-Pass ist, das sind diese neuen Haltearme und zwar hat jede Schiene einen eigenen Haltearm. Was bedeutet das? Du musst halt die Arme hier, die vom Bügel hier hinten kommen, vom EasyFold, nicht mehr durch die Rahmen fädeln. Und das ist oft wirklich ärgerlich, wenn man
neue Bikes mitnimmt oder von einem Spätzl oder von einem Freund irgendein Bike mitnimmt, das eben eine andere Rahmenform zum Beispiel hat, als man es gewohnt ist. Wenn man sein Setup kennt, ist das kein Problem, weil dann platziert man die Bikes immer gleich. Klar, aber wenn man jetzt öfter mal irgendwie andere Bikes transportiert oder wenn es mal schnell gehen muss, dann funktioniert es mit dem E-Pass echt deutlich schneller und die Haltearme sind wirklich ein super neues Feature. Und was auch deutlich schneller geht, das sind diese Riemen. Die sind übrigens stahlverstärkt, also keine Sorge. Also wir haben den jetzt schon ein paar Mal auch im Einsatz gehabt. Ich habe da jetzt eigentlich überhaupt keine Bedenken. Und das geht noch mit deutlich schneller im Vergleich zu den Klemmen vom EasyFold. Und alle anderen Thule-Träger haben ja auch diese Klemmen. Also das funktioniert wirklich super schnell. Und ich glaube, ich bin wirklich wenn ich die Bikes montiere, hier bestimmt um 30-40% schneller als im Vergleich zum EasyFold. Was beim E-Pass natürlich absolut genial ist, durch diese Haltearme, wenn ich jetzt drei Bikes montiert habe, dann muss ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das erste möchte, warum auch immer, muss ich die beiden vorderen nicht erst abmontieren wie beim EasyFold und bei den meisten anderen Trägern, sondern ich kann hier das hintere Bike einfach rausnehmen. Damit du siehst, wie die Montage bei beiden Modellen geht, ob es vielleicht ein bisschen schneller, besser und so weiter geht, montiere ich jetzt mein E-Bike, das hat 30 Kilo, also perfekt eigentlich, perfektes Setup und ich lege mir los. Genau, also die Haltearme kann man auch ausziehen und das ist wirklich genial. Du erreichst halt extrem viele Bereiche vom Bike. Es ist so, dass man übrigens mit dem Riemen oder den Haltearm, den darfst du auch beim Reifen befestigen. In der Bedienungsanleitung stehen die genauen Bereiche oder das genaue Areal, wo man den Haltearm befestigen kann. Und das kann oft wirklich, also das hätte ich mir oft schon gewünscht, eben beim EasyFold, dass man bestimmte andere Bereiche erreicht und das klappt halt mit dem wunderbar. Eine Sache, wo du aufpassen musst, was in der Praxis aber echt kein Problem ist, wenn du das Bike am Haltearm befestigt hast, dann gleich mal einen Riemen am Reifen anlegen, weil sich der Haltearm natürlich bewegen kann und das Bike selbst auch. Das ist beim EasyFold nicht der Fall, weil der Bügel hinten steif ist. Wenn wir schon dabei sind, ich würde jetzt hier gleich noch zusätzlich ein Mountainbike montieren, damit wir den Abstand mal ein bisschen betrachten können, wie sich der ausgeht. So, und das ist jetzt schon mal wirklich ein Vorteil im Vergleich zum EasyFold. Bei dem Bike zum Beispiel ist hier das Rahmendreieck schon relativ klein und ich habe noch einen Dämpfer. Ich komme mit den Klemmen hier oft ein bisschen schwierig rein und den einzigen Bereich, wo ich jetzt das Bike klemmen kann, ist eigentlich hier beim Oberrohr und beim Sattelrohr selber, da komme ich oft schon immer hin und das ist jetzt mit den Riemen tatsächlich deutlich einfacher. Und ich komme jetzt hier wirklich wunderbar hin. Fertig. So, und wenn wir uns jetzt den Abstand anschauen, das ist tatsächlich eher weniger das Problem. Wobei, wenn ich jetzt beim Reifen schaue, hier zum Beispiel, genau, habe ich jetzt hier vielleicht noch 2,5-3 cm Luft. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber das, oder hier zum Beispiel beim Pedal, wobei ich das noch drehen kann. Genau, du siehst, es geht sich hier eigentlich alles recht gut aus. Dann klappt man den E-Pass mal ab, damit du siehst, wie er sich verhält. Eben auch mit einem recht schweren Bike, ja, wie die Arme arbeiten und so weiter. Genau, ja. Das federt natürlich immer alles ein bisschen nach, aber ist bei allen Trägern so. Da habe ich aber mittlerweile überhaupt keine Bedenken mehr. Wir sind bestimmt schon einige 10.000 Kilometer mit dem
easy voll gefahren und da hat es nie Probleme gegeben. Genau. Und die Heckklappe lässt sich mit dem Setup super öffnen. Und wie gesagt, mich würde jetzt interessieren, wer einen Bus von euch hat, welchen Träger könnt ihr empfehlen, wo das Öffnen der Heckklappe klappt. Gut, dann montieren wir die Bikes mal auf dem EasyFold XT und ich zeige dir, wie gut das funktioniert. Also, du siehst, das Abnehmen vom Bike ist genial, das geht so schnell. Und hier ist eben der EPOS deutlich im Vorteil, deutlich. Also das geht ruckzuck, das ist eigentlich, ich glaube, die schnellste Möglichkeit. So schnell habe ich es nicht mehr aus dem Auto heraus. Ne? Okay, dann die Montage auf dem EasyFold. Und den einzigen Bereich, den ich jetzt bei dem Bike zum Klemmen habe, ist das Sattelrohr. Genau, und Oberrohr fehlt und das ist jetzt wirklich mit dem EPOS deutlich leichter. Das Problem ist jetzt auch, wenn ich jetzt hier, dadurch, dass der EasyFold hier oben beim Bügel der Bereich relativ schmal ist, ich müsste jetzt das Bike weiter rüberschieben, dann ist es halt nicht mehr zentriert. Das mag ich nicht so gern, würde auch gehen. Aber jetzt muss ich halt die Klemme hier runterschieben. Ja, und dann ist es so, dass das alles... Also hier, es geht sich noch aus, das passt jetzt eigentlich ganz gut, aber ich wäre halt gern ein bisschen weiter hier oben, dass es einfach vom Hebelverhältnis günstiger ist. Ja. Genau, also das ist jetzt tatsächlich bei dem Bike nicht so optimal. Jetzt könnte man schon wieder überlegen, montiere ich das Mountainbike zuerst? Das wäre jetzt die Frage, weil dann komme ich halt mit dem langen Hebel weiter auf die Seite rüber, aber wir lassen es jetzt trotzdem mal so und es schaut jetzt trotzdem ganz gut aus. Der Vorteil aber beim EasyFold ist jetzt, wie gesagt, dass man nicht aufpassen muss, dass das Bike nach links oder rechts wegklappt, weil eben der Bügel hier natürlich steif ist oder fest ist. Und das Befestigen mit den Riemen funktioniert hier auch gut. So, generell kann man natürlich schauen, dass die Pedale immer an einer Position sind, wo das andere Bike nicht anstößt. Aber das ist oft gar nicht so leicht auf Anhieb zu erkennen. So, genau. Also jetzt passt. Das schaut gut aus und jetzt passt es auch mit dem Abstand ganz gut. Wenn du schaust, nichts stößt an. Das heißt, ich schnapp mir jetzt den Haltearm. Das Abnehmen, das geht ja auch ruckzuck. Jetzt nicht so, dass das dramatisch ist und jetzt kann ich hier durch, hier wieder zumachen und jetzt kann ich hier drin ganz gut klemmen in dem Fall. Genau, und jetzt sieht man schon hier bei dem Haltearm, wenn der zweite kommt, da habe ich einen anderen Winkel und ich komme hier gut ins Rahmendreieck vom Mountainbike rein. Mit der kurzen Klemme ist es hier bei dem Rahmen tatsächlich ein bisschen ein Problem, wenn das quasi das erste Bike auf der Schiene ist. Also so ist das eigentlich auch ein super Setup. Wenn ich den jetzt mal umklappe, siehst du kurz, wie sich das verhält. Funktioniert super, ich kriege den Kofferraum super auf. Also das schaut alles ganz gut aus. Bikes wieder abmontieren beim EasyFold. Also mit den Klemmen, mit den Riemen unten geht es schnell und die Haltearme sind nur jetzt hier von der Geschwindigkeit einfach ein bisschen im Nachteil. Aber das geht auch ruckzuck. Ja. So, fertig eigentlich. Und du siehst schon, man kann sich bei der Montage die Haltearme auch schon durch den Rahmen immer durchziehen vorher. Allerdings ist es dann ein bisschen schwierig, wenn man das schwere Bike hochheben muss, sich um den Haltearm noch kümmern muss und so weiter. Man könnte es auch hier ablegen beim Auto, wie auch immer. Also da muss jeder für sich ein eigenes System rausfinden. Dann haben wir hier noch kleine Details. Die Riemen werden jetzt hier beim EPOS innen oder
an den Schienen selber, aber im inneren Bereich des Trägers quasi befestigt, wenn jetzt keine Bikes transportiert werden. Und das hat den Vorteil, ich komme jetzt hier auch dadurch, hier, dass ich die Öffnung habe, von unten oder von der Seite super hin, kann die rausnehmen und dann durch die Felge ziehen. Das war beim Easyfold auch schon immer super. Das sind nur so Kleinigkeiten, da wo das hier noch ein bisschen besser funktioniert. Genau, die Haltearme sind echt super schnell verstaut. Ich habe hier ein System, wo die Riemen quasi gehalten werden. Ja. Wenn ich die Haltearme quasi einfahre, kommen die Riemen hier so rein und das funktioniert auch alles super. Ein Riesenvorteil beim E-Pass ist noch, dass der eben jetzt hier keinen Bügel hat. Und wenn ich jetzt keine Bikes drauf habe und ich habe den jetzt so auch öfter in Benutzung, weil ich den nicht jedes Mal abmontieren möchte, kann ich jetzt hier quasi ja, die Heckklappe super easy aufmachen. Und das ist jetzt beim Easyfold nur möglich, wenn ich den abklappe. Also das ist noch ein großer Pluspunkt für mich jetzt persönlich beim E-Pass. Zwei geniale Sachen bietet der E-Pass noch. Zum einen gibt es ein integriertes Schloss. Beide Modelle haben natürlich jetzt hier abschließbare Klemmen beim Easyfold und abschließbare Riemen bzw. Greifarme beim E-Pass. Genauso abschließbar sind also die Klemmen für die Anhängerkupplung. Allerdings ist es natürlich jetzt kein perfekter Diebstahlschutz, weil das natürlich auch schnell durch ist mit Flex oder Ähnlichem. Es gibt jetzt hier auch noch ein zusätzliches Sicherungssystem und zwar wird es am Träger selber befestigt. Und dann kommt noch ein Stahlseil durch die Bikes durch. Das bietet eben einen zusätzlichen Schutz. Beim Easyfold müsste man quasi sich eine Drittanbieterlösung oder so überlegen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben das noch, also das Schloss ist noch im Zulauf. Und beim E-Pass gibt es zusätzlich die Möglichkeit, einen Montageständer oder einen Reparaturständer draus zu machen. Und zwar ist es hier im Endeffekt nur so ein kleiner Bügel, der wird noch befestigt. Dann kann man hier ein bisschen Werkzeug ablegen und man kann hier quasi das Bike dann befestigen und ja, vor Ort oder unterwegs reparieren. Das ist eigentlich noch eine coole Kleinigkeit, die sich die Mädels und Jungs von Thule überlegt haben. Was ist nun der bessere Träger? In meinen Augen ganz klar der E-Pass. Er ist nochmal durchdachter an Punkten, die man sich hier vielleicht schon mal gewünscht hatte. Heißt es, dass der Easyfold ein schlechter Träger ist? Nein, überhaupt nicht. Der ist immer noch genial. Und was würde ich jetzt kaufen? Der liegt jetzt bei 1100 für ein 2, also für ein 2-Reihen und bei 1200 für 3 Bikes. Easyfold liegt bei 900 für ein 2-Reihen, 1000 für ein 3-Reihen. Und den gibt es jetzt schon öfter im Angebot. Ja, also wenn du da ein gutes Schnäppchen machen kannst, ist der Easyfold noch ein super genialer Träger. Wenn du aber quasi das coolste Kit am Block sein willst und ja, den neuesten und besten Träger haben willst, dann führt jetzt eigentlich kein Weg am E-Pass vorbei. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Bike-Trips und so weiter. Bei uns muss das auch immer schnell gehen. Deswegen ist Zeit kostbar und für uns bleibt es jetzt quasi beim E-Pass. Wenn dir das Video gefallen hat und bei deiner Kaufentscheidung ein bisschen geholfen hat, würde ich mich natürlich freuen über ein Like, Abo, schalt die Glocke gern ein. Und immer viel Spaß auf der Straße oder auf dem Trail, wo auch immer. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Andi.